Ja, moin liebe Freunde der Geschichtsschreibung und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Sid Meier's Civilizations 5 mit dem Song High im Grundspiel und im Grundspiel alleine. Und ich habe mir gedacht, dass das wieder losgeht. Wir fahren fort mit unserer kleinen... Ja, mit unserem kleinen Spiel. Ja, ich bin immer noch nicht so ganz schlüssig, ob wir jetzt demnächst den Krieg anfangen gegen die Azteken oder halt nicht. Was ich weiß, ist, dass wir jetzt erstmal das französische Gebiet anpassen werden, nach unseren Bedürfnissen. Ich glaube, das ist jetzt auch der letzte Bautrupp, der durchkommt. Aber ich glaube, ich hätte schon ganz gerne eine Zufriedenheit, zumindest von 80. Damit wir ein bisschen Luft haben und ein paar... Ich wollte jetzt Arbeitsgerichte sagen, nein. Ein paar Gerichtshöfe sind ja noch dabei, gebaut zu werden. Oder Gerichtsgebäude, wie auch immer. Ich werde den Bautrupp zu Hause lassen. Was soll ich den noch großartig losschicken? Und ich glaube, nee, gehen in die Richtung. Kaufen wir das Geländefeld einfach. Mein Gott, 1000. Das kriegen wir in einer Runde wieder rein. Mein Gott, dann ist es halt so. So, das U-Boot schicken wir auch schon mal rüber. Dass wir dann nämlich bald mal den Azteken einen auf den Kopf geben können. So, irgendwo hier ist ein Barbaren. Oh, schon wieder da. Erstmal sollen die sich erholen. Dann kümmern sie sich nächste Runde drum. Mykene hat einen Leuchtturm. Das ist doch schön. Dann baut Mykene jetzt eine Universität. Ich weiß zwar nicht, wie sie das auf der kleinen Insel hinkriegen, aber sie werden schon irgendwie hinkriegen. Persepolis. Ihr baut erstmal eine Lehmmoschee. Ihr baut eine Eisenbahn weiterhin. Ihr baut weiterhin den Bauernhof. Und die nächste Runde bitte. Okay, Grenoble hat auf jeden Fall ein paar mehr Türme als die eine Stadt von den Griechen damals, die genau einen Turm hatte. Ja, solche Momente sind in Civilization einfach unvergesslich. Sowas vergisst man nicht. Handelsposten-Sumpf? Der Sumpf bleibt erhalten, wenn man einen Handelsposten baut? Das wusste ich jetzt nicht. Gut, dass, wenn man einen Handelsposten baut, dass der Wald erhalten bleibt, das weiß ich. Oder auch der Dschungel übrigens. Stimmt, das ist übrigens auch was, was ich vermisse. Hier gibt es keinen Dschungel. Fällt mir gerade mal so ein. Es gibt gar keinen Dschungel. Ich glaube, bei Japan hatten wir tatsächlich Dschungelgebiete. Die haben wir hier so gar nicht, ne? Es gab doch, glaube ich, auch ein Luxusgut, das nur im Dschungel vorkam, ne? Nicht Seide oder sowas, irgendwas anderes. Ich müsste echt, glaube ich, nochmal ein Spiel mit DLC machen. Ich habe das echt, also für mich privat dann, weil ihr habt es ja dann schon gesehen mit Japan. Wie gesagt, wenn ihr nicht sicher seid, ich verlinke ja am Ende der Session, mache ich ja immer die Dings rein, wenn ich daran denke. Die Playlist plus den Abonnieren-Gedöns, also diese Endcard, die von YouTube da ist, durch den YouTube-Editor. Da könnt ihr dann gerne dann in die Japan-Playlist reingehen. Die ist dann nämlich am Ende der Session immer verlinkt. Zusammen mit der Song High, falls Leute völlig random in den Part reinklicken. Das kann ja auch sein. Ansonsten für diejenigen, die in die Parts reinklicken, die mittendrin in der Session sind, auch in der Videobeschreibung ist die Playlist verlinkt. Also so oder so, die Playlist kann man ziemlich leicht finden. Und ansonsten, falls ihr es trotzdem nicht finden wollt oder einfach keine Lust habt, runter in die Playlist zu klicken, in die Beschreibung zu klicken, das kann ja auch sein. Findet ihr auch einfach in meinem Kanal die Spalte Strategie, die ist ganz oben. Da findet ihr es sonst auch. So. Haben wir das Thema auch mal abgefrühstückt. So, jetzt geht das wieder los mit den alle Runden wieder. Nein, ich werde mich darüber jetzt nicht beschweren. Ich habe das jetzt in den vergangenen Session 100 Milliarden Mal gemacht. Ich mache das jetzt nicht nochmal. Weil ich glaube, ihr könnt das mittlerweile langsam, aber sicher auch nicht mehr hören. Apropos nicht hören. Warum holst du denn jetzt Panzer, Lars? Weil da oben zwei Barbarenlager sind. Und da wahrscheinlich in beiden, also in einem von denen sind auf jeden Fall Schützen drin. Bei den anderen weiß ich es nicht, was da drin ist. Auf jeden Fall wird da wahrscheinlich was drin sein. Wenn da nicht sogar schon einige weitere Einheiten gespawnt sind. Wenn nicht sogar Schiffe da sind. Ich weiß übrigens nicht, aber das bezweifle ich stark, dass die ob die Barbaren Flugzeuge haben. Das wäre mal interessant zu wissen.
Also ich habe noch nie gesehen, dass die Barbaren Flugzeuge haben. Ich halte es auch für ziemlich unwahrscheinlich. Na, Spiel. Es sah gerade für einen kurzen Moment so aus, als würde das Spiel abstürzen. Aber nee. Aber danke für den Hinweis, PC. Das sagt mir, ich sollte vielleicht mal gleich speichern. Das werde ich an der Stelle auch gleich mal machen. So, dann wird den Speicherstand einmal überschreiben. Jawohl. Denn wir haben ja gelernt, ein Speicherstand alleine reicht nicht. Es kann immer mal sein, dass technisch was schief geht. Eine Erfahrung, die ich in meinen 8,5 Jahren mittlerweile Let's Player da sein lernen durfte, ein paar Male. Dass es immer ganz gut ist, wenn man einen Spielstand in der Hinterhand hat, falls was schief geht. So, einmal eine Eisenbahnanbindung für die neue Stadt. Da sehe ich noch einen Hügel, der bebaut werden kann. Eine Mine. Das ist keine Mine. Das ist ein Grab. Oh, wieder Schützen, okay. Ja, ist klar, dass sie die nicht beim ersten Mal rauskriegen. Das ist logisch. Werkstatt. So, der Bautrupp ist auch angekommen. Dann würde ich mal sagen, fahrt ihr mal nach Marseille. Ich glaube, das war dann auch der letzte, ne? Ja, es sieht so aus. Es sieht so aus, dass es der letzte ist. Gut, den werde ich nicht rüberziehen. Gut. Wunderbar, dann können wir ja quasi bald unseren Krieg lostreten. Jetzt brauchen wir nur noch die nötige Zufriedenheit, die ich gerne hätte. Also ich könnte natürlich auch so jederzeit zuschlagen, aber nö, ich möchte gerne diese Zufriedenheit von 80 haben. Die hätte ich schon ganz gerne. Ah, okay. Okay, alles klar. Also das offene Grenzen... Dieser offene Grenzenpakt kann tatsächlich ablaufen. Entweder das oder er wird aufgekündigt, sobald man zu feindselig gegenüber einer Nation ist anscheinend. Ihr habt das ja gerade gesehen wahrscheinlich, die roten Kreise. Das heißt, wir dürfen das Gebiet nicht mehr betreten. Das heißt, der jeweilige Staat hat uns das Recht abgesprochen, da reinzugehen. Macht nichts, wir greifen die eh bald an. Dann dürfen wir da so oder so rüber. Universität. Monument, Brest ist auch durch, Toulouse ist auch durch. Toulouse hat sogar schon, achso, die haben sogar schon ihr Monument direkt beendet. Dann baut gleich eine Werkstatt. Also die Toulouse scheint eine richtig geile Produktion zu haben. Wie sehen denn die restlichen aus? 4, 3, 6, 8, eine, perfekt. 4, 2, 5, 5, 6, ja. Also Paris, Tours. Paris und Tours, beziehungsweise Amiens ist der große Nachhänger. Paris und Tours sind im unteren Mittelfeld quasi. Ja, ist doch in Ordnung. Das ist doch in Ordnung, meine Damen und Herren, würde ich mal sagen. Und dann sollte sich das auch mit der Zitronen fehlen. Richtig, die Zitronen fehlen. Es gibt keine Zitronen mehr. Ist mir gerade random durch den Kopf gekommen. Die Zitronen fehlen. Stimmt. Oder waren es Orangen? Ich weiß es jetzt nicht. Es waren auf jeden Fall entweder Zitronen oder Orangen. Eins von den beiden war es. Stimmt, das Luxusgut ist auch nicht dabei. Da fehlen aber einige Luxusgüter, ne? Das sind jetzt schon drei. Pelze, Trüffel, Zitronen oder eben halt Orangen. Aber ich glaube, das waren Zitronen. Das wären drei Luxusgüter, die dann schon fehlen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die DLC-Inhalt sind. Hm, vielleicht ja doch. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Bisons, dass die per DLC sind. Das weiß ich. Aber bei den anderen drei bin ich mir gerade nicht so sicher. Kann auch einfach sein, dass sie nicht dabei sind, weil, jo, hat man einfach mal nicht reingepackt. Das kann ja auch sein. Und fahrt ihr nach Tour. So. Die Zufriedenheit ist auf 77. So, die Panzer fahren mal weiter.
passt ja irgendwie auch, ne? T34 in einer Schneelandschaft. Ja, Dion kann gerne eine Werkstatt bauen. Ah, ihr baut ein Sonnenkraftwerk. Sonnenkraftwerk kostet, glaube ich, auch keine Ressourcen, ne? Keine... Ne, kostet kein Aluminium, kein Uran, kein gar nichts. Perfekt. Dann dürfen sie das auch gerne bauen. Forschungslabor in Rom. Aretium. Ihr baut erstmal einen Garten, genau. Pataliputra. Öffentliche Schule. Cherbourg. Monument. Jo, weiter geht's. Ja, ich weiß, ich muss euch alle jede Runde aufs Neue anklicken. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß es doch, Jungs und Mädels. So, und ich denke mal, wenn Paris mit seinem Gerichtsgebäude fertig ist, dann wird Paris auch gleich erstmal einen Hafen gestellt bekommen. Das heißt, sämtliche Städte, die hier sind, die werden gleich mit angebunden. Dann sollten wir definitiv mehr als genug Zufriedenheit haben, um unseren Krieg gegen die Azteken loszutreten. Der vorletzte Krieg dieses Spiels. Weil die Stadtstaaten, die letzten beiden, die werde ich in Ruhe lassen. Monaco habe ich halt nur angegriffen, weil sie Gold hatten. Und wir haben kein Gold gehabt auf die Weise. Und deswegen habe ich Monaco angegriffen. Das ist der einzige Grund. Rein aus wirtschaftlichen Interessen. So ist das. So, Eisenbahn. Die werde ich wahrscheinlich auch wieder jede Runde anklicken dürfen. Oh süß, Bogenschützen. Platt machen. Oi! Musketiere und weitere Bogenschützen. Ich wollte gerade sagen, ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass Panzer es nicht schaffen, da so eine kleine popelige Bogenschützeneinheit wegzuballern. Hallo? Also, das wäre es ja wohl. Das wäre ja echt höchst blamme. 81, wir haben jetzt schon 80. Ich will aber trotzdem abwarten. Erstmal Monument. Argos! Universität. Werkstatt. Siehst du, die Städte ziehen jetzt nach und nach nach. Wunderbar. Eisenbahn. Eisenbahn. Mine. Mine. Bauernhof. Eisenbahn. Ja, die arbeiten wieder die ganze Zeit. Weil es ist der einzige Bautrupp, der einfach automatisch weiterarbeitet. Also es ist... Ja. Nein, ich wollte dazu nichts mehr sagen. Ich sag's trotzdem. Es regt mich einfach auf. Weil ich einfach nicht nachvollziehen kann, dass man das irgendwie, ich will nicht sagen verschlafen hat, aber es einfach irgendwie, weiß ich nicht, außen vor gelassen hat. Aber vielleicht haben sie es später selber gemerkt und haben dann gedacht, yo, DLC. Unterhaltungselektronik folgt einem Grundgesetz. Sie wird immer leistungsstärker und zugleich immer billiger. Von Trip Hawkins. Wir können jetzt die mechanisierte Infanterie bauen. Auch schon eine uralte Einheit, die gibt es glaube ich auch schon seit Civilization 2. Freundlich gesinnten Ge Achso, ihr seid in keinem Fall. Ja, gut, okay. Aber 340 kosten die nur. Ich muss bedenken, was die Modernisierung von der Fregatte zum Zerstörer gekostet hat. Also Heidewitzka. 1540. Teurer als ein Siedler. Wahnsinn. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ich glaube, das römische Land haben wir damit soweit fertig modernisiert. Ich glaube, hier ist nichts mehr, wo man noch irgendwie was machen könnte. Achso, das Öl. Ja, das wissen wir ja. Das wissen wir ja. Da sind sie auch dabei. Beziehungsweise sie sind dabei, eine Eisenbahn zu bauen. Die sind auch dabei. Ja, ich würde mal sagen, hier sind wir soweit fertig. Und ich glaube, wir werden jetzt keine weiteren Bautrupps auf dem französischen Land noch brauchen. Und ansonsten können sie bei den Azteken danach weitermachen. Das ist ja nicht das Problem. Sieht die Zufriedenheit aus? 84. Ein paar Gerichtsgebäude sind aber noch im Gange. Solange die noch laufen, würde ich ganz gerne noch abwarten. Erstmal ein Land stabilisieren, bevor wir das nächste attackieren. Avignon 2 Runden, Marseille 2 Runden, Amiens 5 Runden, Tours 3 Runden, Paris 3 Runden. Ja gut, also 5 Runden höchstens brauchen wir noch warten, weil dann ist Amiens nämlich durch und Amiens ist ja die letzte. Gut, das heißt, sie werden jetzt alle nach und nach so langsam fertig.
So, die wissenschaftliche Lücke haben wir jetzt auch geschlossen. Atom-U-Boot, ja, habe ich mir gedacht. Unsichtbar für alle Einheiten, außer Zerstörern, andere U-Boote. Kann zwei Raketen transportieren, ist darauf spezialisiert, andere U-Boote zu jagen. Uhu. Guck mal, da steht das nämlich nicht mit Raketen. Mhm. Was haben wir hier? Düsenjäger, Kampfpanzer. Nehmen wir das hier erstmal. Erstmal die Lasertechnik. Erstmal bessere Panzer. Ich würde fast tippen, dass wir dann den Abrahams haben. Amerikanischer Kampfpanzer. Ein hochmoderner Kampfpanzer sogar. Soweit ich weiß, soll er den Königstiger nachempfunden sein. Forschungslabor fertig, Museum. Adrea Universität. 10 Runden übrigens braucht das nur. Ist wirklich, das geht wirklich. Mine, Eisenbahn, Mine, Eisenbahn. Stimmt, Bananen gibt es hier auch nicht, ne? Also anscheinend haben sie wirklich den kompletten... Aber das ist ja keine Luxusressource im eigentlichen Sinne. Das hat ja eher die Nahrungsproduktion unterstützt. Bananen gibt es hier nämlich auch nicht. Also haben sie anscheinend den kompletten Dschungel weggelassen. Alles, was im Dschungel halt so vorkommt. Zitronen, Bananen... Süß. Der feuert mit seinen Bogenschützen auf unsere Panzer. Okay. Wenn du sonst nichts zu tun hast, bitte gerne. Panzer, Feuer. Ui. Mit Salpeter unterstützten Einheiten schießen sie mir einen Panzer weg. Das ist Civilizations Logik, meine Damen und Herren. Aber es ist nicht ganz so schlimm wie bei Civilization 2. Wo ein Zerstörer von einem Musketier bezwungen wird. Kein Witz. Das kam wirklich vor. Das war damals, wo ich noch live gestreamt habe tatsächlich. Also es ist schon ewig her. Ich glaube, die Zivilisation war sogar Griechenland, wenn ich mich richtig entsinne. Aber das ist halt auch so eine Spezialität, die man leider im Laufe der Zeit fallen gelassen hat. Weil damals war es bei Civilization ja so, für diejenigen, die die Vorgänger nicht kennen, bei Civilization war es früher so, dass man sich das Geschlecht der Herrschenden aussuchen konnte. Also man konnte sowohl männlich als auch weiblich spielen. Und da hatten sie dann je Zivilisation, hatten sie dann immer zwei Herrscher zur Hand. Einen weiblichen und einen männlichen. Und das war nicht schlecht. Da hatten sie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal bei Karthago, hatten sie dann Hannibal. Also nicht Hannibal Lecter, sondern Hannibal. Ich weiß jetzt nicht, ob er mit Vornamen oder mit Nachnamen Hannibal hieß. Auf jeden Fall der Hannibal, der die Alpen überquert hat. Um gegen Rom zu kämpfen. Der Hannibal. Oh je. Die Armbrüste werde ich jetzt auch mal langsam modernisieren. Rune ist durch. Sehr schön. Burg. Genau. Windmühle, Kalkutta, Kolosseum. Und damals in Civilization 2, also in Civilization 2 war wirklich einiges anders als heutzutage. Es gab zum Beispiel einen Thronsaal. Was ich zum Beispiel, das ist zum Beispiel so etwas, das vermisse ich hier in den neuen Civilizations-Teilen. Sowas wie ein Thronsaal oder ein Palast. In Civilization 2 gab es den Thronsaal, in Civilization 3 gab es den Palast. Beides gibt es nicht mehr. Also gar nicht mehr. Das haben sie ersatzlos gestrichen. Das vermisse ich zum Beispiel. Das haben sie gänzlich gestrichen. Oder zum Beispiel auch, das war aber nur in Civilization 2 möglich, dass man zum Beispiel die Bauart auswählen konnte. Der Städte, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, man hat mit den Deutschen gespielt, man möchte aber nicht den mittelalterlichen Baustil haben, sondern man sagt sich einfach, ja, ich würde gerne mal Deutschland mit fernen Osten spielen. Also fernöstlicher Baustil. Kann man einfach fernen Osten nehmen. Das ist zum Beispiel auch sowas... Ist natürlich Spielkram, ganz klar, und braucht man nicht unbedingt. Aber es war halt lustig, dass man sowas halt auswählen konnte, wie man Bock hatte. Das war halt schön. Es war ein schönes Detail. So, ne, so ein bisschen was zum Rumspielen. Ne? Aber sowas gibt es hier halt nicht mehr. Das ist halt ein bisschen schade. Ne? Und was natürlich, was auch fehlt, das haben sie aber ab Civilization 5, finde ich, durch diese...
Bilder mit den Vorlesen dann von Zitaten, das haben sie ja relativ ersetzt. Und ab Civilization 6 ist es nochmal ein bisschen anders gemacht mit den Weltwundern. Bei Civilization 2 war es aber tatsächlich so, dass sie Wunderfilme dazu hatten. Mein Gott, lädt der extrem. Denk jedes Mal, scheiße, mir kackt gleich das Spiel ab. Nein, alles gut. Hau mal die Bogenschützen weg. Sehr schön. So, und dann heilt ihr euch erstmal oder lasst euch reparieren, wie auch immer. So, Marseille, Lyon, Orléans sind durch. Amiens braucht noch 3 Runden, Paris eine. Gut. Ich mache euch schon mal zu mechanisierten Infanteristen, obwohl ich die Einheit nicht besonders gerne mag. Aber ich mache es jetzt einfach mal, schon mal. Bei den restlichen Infanterietruppen wird es noch folgen, genauso wie mit den Panzern. Die werden früher oder später auch noch modernisiert. 102 Zufriedenheit. Okay, wir fangen, glaube ich, nächste Runde an. 102 Zufriedenheit. Woher kommt die ganze Zufriedenheit auf einmal? Alter Schwede. Theater. Auf einmal haben wir so viel Zufriedenheit. Was ist denn da passiert? Anzium baut ein Sonnenkraftwerk, auf jeden Fall. Ostia. Oh, ihr braucht auf jeden Fall einen Leuchtturm. Ich sehe gerade eure Nahrung. Auf jeden Fall Leuchtturm. Agra. Windmühle. Ja, ich setze jetzt erstmal die Truppen zu Ende. Ist ja gut. Ich glaube, wir werden nächste Runde tatsächlich anfangen, Krieg zu führen gegen die Azteken. 102 Zufriedenheit, also hallo. Heidewitzka. Theater. Universität, jawohl. Knossos. Universität. Le Mans ist durch. Monument. Stimmt, die waren ja auch noch. Le Mans. Nantes, Monument. Rennen braucht auch noch 2 Runden. Oh, ich glaube, ich werde nächste Runde wirklich anfangen, gegen die Azteken zu kämpfen. Avignon, Monument. Marseille, Monument. Ihr seid fertig. Schön. Komisch, es geht doch. Und dann kriegt Paris nämlich nächste Runde seinen Hafen gestellt. Und dann sind auch die Städte angeschlossen und steigt die Zufriedenheit nochmal. Durch die Verbindung mit unserer Hauptstadt halt. Und Gau wird immer mehr zu einer Weltstadt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Beziehungsweise eigentlich sogar schon Welt. Ich will es nicht sagen, aber Welthauptstadt in dem Sinne. Na? Na, ist ja fast so. So ein riesiges Reich, so ein riesiges Imperium, sag ich mal. Mit einer einzigen Stadt als Zentrum. Ist ja dann eigentlich... Ja, Imperiumshauptstadt, Welthauptstadt. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll. Anders. Zentrum des Imperiums. So. Ich habe Begriffsfindungsschwierigkeiten irgendwie. Also weiß ich nicht. Welthauptstadt, das klingt halt so, ne, nach dem kleinen Österreicher so ungefähr. Aber nee. Gut. Habe ich hier was in der Nähe? Zufällig? Sieht nicht so aus. Warum nicht? Es fehlt übrigens, fällt mir gerade ein, es fehlt eine Einheit. Fällt mir jetzt gerade ein. Die Marines fehlen. Die sind nämlich auch neu dazugekommen. Die sind hier nämlich auch nicht dabei, die Marines. Fällt mir gerade mal so ein. Jetzt so nach und nach fällt es auf. So, eine Infanterie und von mir aus dann noch Zerstörer, Schlachtschiff ist eigentlich scheiße. Ja gut, Schlachtschiff kostet Öl, nehmen wir Zerstörer. Kostet kein Öl. Aber irgendwas muss ich darum kümmern. So, Mine. Wir haben, Leute, wir haben 110 Zufriedenheit. Also, um 30 Zufriedenheit mehr, als ich haben wollte. Ne? Und ich denke mal, ihr wartet eigentlich schon darauf, dass der Lars sagt, so, Krieg. Jetzt machen wir auch Krieg. Sind sowieso alle rot, ist mir egal. Krieg!
Chikawakan, Mainin Jesli, Motlalo Kenime Abdechettel. Nee, ich greife für euch nicht wegen eures Goldes an. Nee, nee. Nee, daran liegt es nicht. Wegen eures Goldes greife ich euch bestimmt nicht an. Aber ich greife gleich direkt eure Hauptstadt an. Ach, guck mal, das ist sogar ein Kriegsschiff mit 4 Feldern. Kann er ja sogar von da aus schießen. Oh, Alter. Aus der Entfernung, ey. Ja, du müsstest reinkommen, genau. Kann 3 Felder schießen. Schießt 4 Felder. Rein mit euch. Es ist natürlich auch die Gefahr höher, dass das Spiel abstürzt, ne? Oh, er hat ja kaum Schaden erlitten. Ja, annektieren, na klar. Sicherer Angriff. Ich würde die mal gerne an Land setzen lassen. Die Panzer können auch schon mal im Grunde an Land gehen. Siehste, Feuer frei. Sehr schön. Erledigt. So, jetzt geht's hier unten weiter. Feuer frei, Jungs. Feuer frei. Hast du 3 Felder? Sehe das jetzt nicht? Nein, hast du nicht. Schade. Muss einen näher ran. Du hast, glaube ich, auch keine 3 Felder, ne? Erstmal U-Boot. Das hier erstmal entfernen, bitte. Jo. U-Boot Nummer 2. Versenken. Zerstörer, du schnappst dir mal das Boot hier. Das Boot kann er sich nicht schnappen. Schade, dann bleibst du da stehen. Schlachtschiff, Hinder, Feuer frei. Du hast auch keine 3 Felder. Dahin, Feuer frei. Auch keine 3 Felder, schade. Schlachtschiff, Feuer. Immer noch nicht. Zähe Stadt, muss man ja sagen. Zerstörer hin, Feuer frei. Jetzt aber. Ja, rein mit euch. Also scheint auch tatsächlich, ist so ein bisschen mein Gefühl, dass sich die Performance auch dazu noch so ein bisschen verbessert in Kriegsmomenten. Weil jetzt momentan scheint es tatsächlich so ein bisschen mehr Probleme zu haben als beim letzten Mal. Annektieren, natürlich. Bisschen, so ganz nebenbei können wir dann auch mal unsere Infanteristen modernisieren. Weil man hat ja gesehen, der Unterschied ist schon gewaltig zwischen einer Infanterie und einer mechanisierten Einheit. Feuer! Feuer! Ach, guck mal, der hat sogar 4 Felder. Hätte ich nutzen können, egal. Feuer! Feuer! Hat auch 4 Felder. Feuer frei! Du hast keine 4 Felder, ne? Nee. Feuer! Infanterie einfallen. Können sie sich nächste Runde modernisieren. Die Panzer können danach auch gleich an Land. Na? Das Problem ist halt, wenn ich in Vollbild gehe, dann nimmt OBS das nicht mehr auf. Das ist das Blöde. Ich nehme es nämlich im Fenstermodus auf. Und wenn ich das nämlich nicht mache, dann habe ich nämlich ein Problem. So, das Thema hat sich schon mal erledigt. Ja. Zerstörer, du hast auch nur 2 Felder, in Anführungszeichen nur. Beziehungsweise du hattest ja, glaube ich, schon hier ein Schiff weggehauen, ne? Genau. So, Valata, genau. Euch habe ich modernisiert. Ich glaube aber, ich muss euch nochmal modernisieren. Schiff feuerfrei. Halt nochmal den Barbaren ein bisschen ein.
Du darfst die Karavelle versenken. Wie viele Todesnachrichten das dann auch für den Gegner dann reinhageln muss, ne? Boah. Tja, nee, so nicht. Ich würde das gerne schon so machen, dass der möglichst... Ja, so kommt er ran. Gut. So. Ganz klarer Fall, Gerichtsgebäude. Also zwei Städte haben wir ihn genommen. Sonnenkraftwerk. Ihr habt euer Monument fertig. Werkstatt. Genau. Paris. Paris kriegt jetzt erstmal einen Hafen. Wo ist denn der Hafen? Da. Dann werden nämlich gleich sämtliche Städte angebunden, die mit Paris verbunden sind. Werkstatt. Tour. Erstmal Monument. Die habe ich gerade frisch besetzt. Gerichtsgebäude. Gerichtsgebäude. Drei Städte haben wir ihn genommen in einer Runde. Oh, nee, immerhin nicht schlecht. Tja, ja. Ach du Schande, ich überziehe ja total. Scheiße. Ja, es macht halt Spaß. Da vergisst man die Zeit. Liebe Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und dass dieses Spiel jetzt nicht abstürzt. In der Stadt wurde ein großer Künstler geboren. Ist das nicht schön? Und es gibt jede Menge neue Handelswege. Liebe Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Zu einem neuen Part von Sid Meier's Civilizations 5 mit dem Song High im Grundspiel und jetzt auch im Krieg gegen die Azteken, dem vorletzten großen Volk, das noch neben uns existiert. Dem drittletzten Volk, das neben uns noch existiert, aber dem vorletzten Volk von der KI. Ihr wisst, wie ich das meine. Liebe Freunde, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wenn ihr mir es gucken werdet. Und ich sage dann einfach, euer Lasser, ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allem bleibt mir gewogen. Bleibt oder werdet gesund. Und bis dato. Tschüss, Freunde.